Selenskyj ist von der NATO abgewiesen worden. Weil Putin hat es am Anfang vom Krieg gesagt, er hat gesagt, dass der Westen, dass wir in Europa an den Sanktionen zerbrechen werden. Das ist eine Sache, die wir jetzt sehen. Es gibt verschiedenste Probleme, es gibt unter anderem Unstimmigkeiten, was wir alle auf dem NATO-Summit gesehen haben. Und darauf möchte ich mit euch eingehen, ich möchte auf die Probleme eingehen, aber es gibt gleichzeitig Dinge, die ich auch nicht verschweigen möchte, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Die Türkei, Südafrika, die haben sich zumindest öffentlich gegen Russland gestellt. Und wenn wir an diesem Punkt starten wollen, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass 1955 bis 1975, dass es dort einen verheerenden Krieg in Vietnam gab. Und dieser brutale Krieg, nochmal, der hat fast 20 Jahre gedauert, der hat 4 US-Präsidenten daran beteiligen lassen. Und es war, ich glaube, es war im April 1975 so, dass nordvietnamesische Panzer in den Palast gefahren sind. Ihr alle erinnert euch an die Bilder. Und jetzt ist die Frage, die man sich gestellt hat, wie kann das passieren? Wie kann es sein, dass ein Krieg so plötzlich geendet ist? Und wie kann es sein, dass die USA, die Weltmacht, die auf dem Papier absolut überlegen war, wie kann es sein, dass die diesen Krieg nicht gewinnen konnte? Und wenn wir anfangen, darauf zu sprechen zu kommen, ist der Hauptgrund dafür der Verlust der öffentlichen Unterstützung gewesen. Die amerikanische Bevölkerung begann auf die Straßen zu gehen, sie protestierte, weil die Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt zusammengebrochen ist. Das ist eine Sache, die ihr wisst, wenn es dem Volk gut geht, dann kann man fordern, man kann der Gutmensch sein, aber wenn man selber darunter leidet, dann werden diese ganzen Forderungen immer abstruser. Und wenn wir darüber sprechen, ist das eine Sache, die festgestellt wurde, die ihr vielleicht gesehen habt, der Vietcong damals, der hat eine immense Entschlossenheit gezeigt. Es sind eine Vielzahl an Soldaten sind gestorben, es sind Geldbeträge verschlungen worden. Dieser ganze Konflikt hat fast eine Billion, unsere Billion, also 1.000 Milliarden gekostet. Das, wenn man das in heutige Währung umrechnet. Und zusätzlich haben unzählige Menschen ihr Leben verloren.